Ein Gedicht mit 6 Wörtern und so viel Trubel. Eugen Gomringer versteht die Aufregung um Avenidas bis heute nicht. Gomringer malt mit Worten Bilder. Buchstaben arrangiert er wie Gemälde. Mein Gedicht Avenidas und Flores, das ist vor allem eine Struktur. Und da drin biete ich einige Begriffe an, bitteschön. So habe ich es gesehen, das Ganze gibt eine gute Stimmung für mich. Doch nicht für alle. Die Studierenden der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin bekamen schlechte Stimmung von seinem Gedicht. Seit 2011 prangt es auf der Außenfassade der Universität. Es geht darin um Alleen, Blumen, Frauen und einen Bewunderer, einen Admirador. Dieser Begriff provozierte die Studierenden. Frauen würden in dem Gedicht als Objekte wahrgenommen, als schöne Musen. Das sei eine patriarchalische Denkweise. Einige fanden sogar, das Gedicht sei sexistisch. Wenn andere Antennen haben der Wahrnehmung, dann muss man das so lassen. Man kann nicht viel machen. Sie können sich wehren und sagen, ja, das sind Ignoranten, was ich am Anfang gesagt habe. Weil sie nicht recherchiert haben, sie haben sich nicht interessiert, in welchem Zusammenhang mein Gedicht entstanden ist und wann es entstanden ist. Und das haben sie gar nicht beachtet. Gomringer hat das Gedicht 1953 geschrieben, vor 65 Jahren also. Im Wilhelm-Morgner-Museum in Soest stellt der 93-Jährige im Umfeld der Ausstellung Painting Black seine Art der konkreten Poesie vor. Erklärt, wie er schreibt, warum er schreibt. Ich komme mir vor wie der Trump, der hat auch immer solche Sachen hochgehalten. Entschuldigung. Und er trägt Avenidas persönlich vor. Avenidas. Avenidas y Flores. Flores, Flores y Mujeres, Avenidas, Avenidas y Mujeres, Avenidas y Flores y Mujeres y un Admirador. In der ganzen Debatte vermisst Gomringer die Offenheit, mit der man seiner Kunst gegenübertreten soll. Sie ist dem Schweizer mit bolivianischen Wurzeln, der in Deutschland lebt, enorm wichtig. Kann man so machen. Geht. Seine Gedichte sind durchlässige Wortgebilde, die zu Assoziationen einladen und die auf keinen Fall eine Haltung vorgeben. Gomringer fühlt sich von den Studierenden missverstanden. Auch ein persönliches Treffen konnte die Stimmung nicht besänftigen. Wir haben ja dann die Schule eingeladen, zu uns zu kommen, nach Reau. Das haben sie ja befolgt mit 3 Professoren und 2 Studenten sind bei Kaffee und Kuchen, haben wir uns ausgesprochen. Das heißt nicht ausgesprochen, man kann sich nicht aussprechen. Wenn eine Theorie so festgefahren ist, meiner Ansicht nach, was soll man da miteinander reden? Ich bin durchaus der Offene, ich biete nur eine Struktur an. Aber dass man es so falsch verstehen kann, das ist gar nicht gemeint. Beschlossen ist nun beschlossen. Das Gedicht kommt weg, wird übermalt. Obwohl Gomringer die bundesweiten Solidarisierungsaktionen begrüßt, geht ihm die generelle Debatte um das Ende der Kunstfreiheit zu weit. Dogmatismus nein, lebhafte Diskussion ja. Ach, die Debatte darf sein oder muss sein und sie schadet nicht, die schadet nicht. Ich glaube ja, dass eben durch den Umgang mit Kunst an für sich werden Maßstäbe gebildet. Einfach der Umgang mit Kunst. Nicht nur für den Einzelnen, sondern für ganze Gemeinschaften mit der Zeit. Und so hat die Debatte ja vielleicht doch noch etwas Gutes am Ende. Eugen Gomringer bleibt für die Diskussion offen. Gelassenheit, die hat man wohl in seinem Alter.